Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der dreieinige Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und diese drei sind eins, der wahre und lebendige Gott. Alle drei sind eigen, jedoch sind alle drei eins. Es war eine wunderbare Erscheinung im Himmel, genannt Luzifer, welcher die höchste Stellung innehatte, den Thron Gottes zu beschützen. Eines Tages kam die Sünde von Stolz in sein Herz. Er wollte wie der allmächtige Gott sein. In seinem Wahnsinn verführte Luzifer viele Engel, um mit ihnen den Himmel zu erobern. Doch Luzifer hatte ein großes Problem. Er war nur ein geschaffenes Wesen. Gott verbannte Luzifer und alle rebellierenden Engel aus dem Himmel. Aus den gefallenen Engeln wurden Teufel und aus Luzifer wurde Satan. Sie ließen sich rund um den Planeten Erde nieder, welches unter Satans Herrschaft fiel. Die Erde wurde zum Mittelpunkt eines erstaunlichen Dramas. Nun war es an der Zeit, eine der Schlüsselfiguren zu präsentieren. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die ganze Erde. Und Gott schuf den Menschen ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie ein Männlein und Fräulein. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Adam war vollkommen und wurde geschaffen, um für ewig zu leben. Aber Satan war wütend. Eine neue Kreatur war in sein Territorium eingedrungen, genannt Mensch. Adam lebte in dem wunderbaren Garten von Eden und benannte alle Tiere, die Gott der Sohn geschaffen hat. Adam wandelte in Harmonie mit Gott und der Herr gab ihm Herrschaft über alles Lebende. Aber Satan hasste Adam und wollte ihn lieber tot als lebendig. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und der Herr schuf Eva aus einer Rippe Adams. Ihr Leben im Garten war wahres Paradies. Als Eva alleine war, erschien Satan in Form einer wunderschönen Schlange. Er belügte Eva und verführte sie, von dem verbotenen Baum zu essen. Eva machte einen schrecklichen Fehler. Sie gehorchte Satan anstatt Gott. Adam und Eva sündigten wider Gott durch ihren öffentlichen Ungehorsam, indem sie von der verbotenen Frucht aßen. Sie verloren ihre Unschuld. Beide starben im Geist und die Sünde wurde wie ein Virus auf ihre Nachkommen übertragen. Als Folge davon ist keiner von uns ohne Sünde. Gott hasst Sünde und wird es in seiner Gegenwart nicht dulden. Der Fluch des Todes kam über die ganze Menschheit sowie auf die ganze Erde. Der Herr verfluchte den Acker und brachte Dornen und Disteln daraus hervor, als Folge der Sünde. Da ließ ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld bauete, davon er genommen ist.
Als Folge kontrolliert Satan dieses Weltsystem. Der Mensch hatte nicht länger die Herrschaft über die ganze Erde und war nun ein Sklave des Prinzen der Finsternis und seinen dämonischen Legionen. Jedoch versprach Gott in seiner Liebe, einen Retter zu senden, um den verursachten Schaden von Adam auszumerzen. Adam und Eva hatten viele Kinder. Zwei ihrer Söhne waren Kain und Abel. Kain, der Erstgeborene, ermordete seinen Bruder Abel in blinder Wut. Die Entartung der Menschheit hat bereits schon angefangen. Die Menschheit wurde gewalttätiger, als die Kräfte der Finsternis sich über die Erde verbreiteten. Kriege ohne Ende, brutale Morde, Vergewaltigungen und Folterungen nahmen zu. Trotz der Barmherzigkeit des Herrn wandte sich des Menschen Herz permanent gegen Gott. Weil sie Gott nicht gefürchtet hatten, sank die Menschheit auf die untersten Stufen der Verdorbenheit bis hin zum Opfern der Kinder an Satan. Nur schwerlich fand man einen Mann, der den Herrn liebte. Aber da war ein Mann des Glaubens mit Namen Abraham. Er war ein Freund Gottes. Der Herr segnete Abraham mit einem Sohn, als seine Frau 90 Jahre alt war. Dies war ein Wunder. Aus diesem Geschlecht kam das auserwählte Volk Gottes, die Kinder Israels. Nach einiger Zeit wurden die Kinder Israels Sklaven von Ägypten und erlitten 400 Jahre schwere Knechtschaft. Gott erhörte ihren Hilferuf. Er liebte sie und wollte, dass sie ihm dienten. Also sandte er ihnen einen Erlöser. Sein Name war Mose. Er brachte Gottes Botschaft zu dem mächtigsten Mann der Erde, dem Herrscher Ägyptens, der Pharao. Und Mose sprach für den Herrn und schrie: Lass mein Volk, das mir's diene. Aber Pharao verweigerte. Also sandte Gott Plagen über Ägypten, um Pharao zu zwingen, nachzugeben. Gott verwandelte alles Wasser in Blut. Die Fische starben und der Fluss stand. Die Ägypter waren außer sich. Sie konnten das Wasser im ganzen Lande nicht mehr trinken. Pharao jedoch gab nicht nach. Andere Plagen folgten. Frösche überdeckten das Land, das Vieh starb und Staub wandelte sich in Mücken. Die Ägypter erschraken. Des Pharaos Herz verhärtete sich. Dann sandte der Herr den Ägyptern eine andere Plage. Geschwüre auf Mensch und Tier. Dieser folgte eine weitere Plage. Hagel vermischt mit Feuer fiel nieder aufs ganze Land und zerstörte ihre Ernte. Ägypten war ruiniert. Die letzte große Plage sollte alle Erstgeborenen im ganzen Land Ägypten töten. Mose warnte die Kinder Israels, dass sie das Blut des Lammes an ihre Türpfosten streichen sollten, zum Schutz vor Gottes letztem Fluch. Der Herr richtete Ägypten. Um Mitternacht strich er mit dem Verderber durchs Land und tötete alle Erstgeborenen. Dort, wo der Herr Blut an dem Türpfosten sah, erlaubte er dem Verderber nicht einzukehren. An diesen ging er vorüber. In dieser Nacht gab es in allen Häusern Ägyptens tote Leiber. Das Volk war erschüttert. Selbst Pharaos Sohn war tot.
Vor dem Sonnenaufgang befahl Pharao Mose, die Kinder Israels wegzuführen, um dem Herrn zu dienen. Unter Gottes mächtiger Hand zogen sie aus. Da die 430 Jahre um waren, ging das ganze Heer des Herrn auf einen Tag aus Ägyptenland. Darum wird diese Nacht dem Herrn gehalten, dass er sie aus Ägyptenland geführt hat. Pharao startete einen letzten Versuch, sie zu stoppen. Aber Gott teilte das Rote Meer und gebar Mose und den Kindern Israels zu entkommen. Und der Herr vernichtete Pharao und seine Armee, indem er das Meer über ihnen verschloss. Der Herr tat erstaunliche Wunder vor seinem Volk, um seine große Macht zu demonstrieren. Dann gab Gott seinem Volk die Gesetze, die 10 Gebote, um sie vor Sünde zu schützen und sie durchs Leben zu führen. Aber die Kinder Israels rebellierten. Äußerlich dienten sie dem Herrn, jedoch nicht in ihren Herzen. Bald vergaßen sie die Wunder und ihre Erlösung von dem Land Ägyptens. Als Folge stellte Gott Könige über sie, um über sie zu regieren. Aber auch die Könige taten Übles vor Gottes Augen und dieneten ihren Götzen, die gerieten ihnen zum Ärgernis. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Teufeln und vergossen unschuldig Blut. Das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans, dass das Land mit Blutschulden befleckt ward. Gott sandte seine Propheten, das Volk zu warnen, damit es sich von seinen Sünden bekehren und Gott dienen würde. Aber sie rebellierten weiter und weiter. Das Volk hasste die Propheten, und anstatt sich zu bekehren und dem Herrn zu dienen, ermordeten sie diese Männer Gottes ohne Gnade. Die Kinder Israels sündigten fortwährend. Als Folge erlaubte Gott, dass sie in Gefangenschaft genommen und versklavt wurden. Schau uns heute an. Wir sind nicht anders. Die ganze Welt ist voll von Lügnern, Dieben und Huren. Wir lieben Rache. Wir sind alle unter dem Fluch der Sünde. Und die Schrift sagt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten. Lasst uns sehen, was passiert, wenn ein Sünder stirbt. Dieser Mensch dachte, er hatte alles. Die Schrift sagt, und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viel Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wie dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind.
Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nach seinem Tod wird seine Seele gleich zur Hölle gebracht, um auf Gottes schreckliches Urteil zu warten. All dies, weil er Gottes Liebesgabe des ewigen Lebens abgelehnt hat. Die Zeit ist nahe. Dies wird der große und schreckliche Tag genannt von Gottes Gericht, wenn alle, die in ihren Sünden gestorben sind, gerufen werden, um zu erscheinen vor dem Herrn Jesus Christus, um von ihm gerichtet zu werden. Das Wort Gottes sagt: Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Wenn es vorüber ist, wird Gott den Engel bitten, das Buch des Lebens zu öffnen und zu sehen, ob dein Name darin steht. Der Engel wird schauen und sagen: Dieser Name stehe nicht geschrieben, Herr. Und Gott wird sagen: Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht für ewig. Aber Gott in seiner großen Liebe bereitete einen Weg für dich, um diesem schrecklichen Ort entrinnen zu können. Er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Gott hat dir seine Liebe bewiesen und will, dass du mit ihm im Himmel leben wirst. Er machte einen Weg für dich, um dorthin zu gehen und der Hölle zu entfliehen. Und dieser Weg führt nur durch den Versprochenen, den Erlöser. Die Juden erwarteten ihn als ihren Messias und beteten jahrhundertelang, dass er kommt, um sie zu erlösen. Um das Jahr 760 vor Christus sagte der Prophet Jesaja zu dem Volk Israel: Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Immanuel, das heißt Gott mit uns. Satan verstand die Prophezeiung. Von dieser Zeit an wurde jede Jungfrau in Israel genau beobachtet. Jahre später, vor der Geburt des Messias, war Israel wieder in Sklaverei unter einer fremden Herrschaft. Dieses Mal war es das mächtige Römische Reich. Rom zeigte den Juden keine Gnade. Während dieser dunklen Zeit begann Gottes großer Rettungsplan.
als Gabriel, einer der höchsten Engel im Himmel, die Erdatmosphäre durchdrang, wurden die Mächte der Finsternis schockiert und erkannten gleich, dass Gottes Zeitplan in Bewegung gesetzt wurde. Gabriel kam in die Stadt Nazareth, um Maria, eine Jungfrau, zu besuchen und überbrachte ihr eine Botschaft, welche die Welt für immer verändern würde. Maria war überwältigt von der Erscheinung des Engels. Er sagte zu ihr: Siehe, du wirst schwanger werden im Leibe und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und seines Königsreichs wird kein Ende sein. Und Maria sprach: Wie soll das zugehen, sintemal ich von keinem Manne weiß? Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum auch das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Und Maria glaubte Gabriel und sprach: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels, um seine Mission zu beginnen. Bestimmungsort: Nazareth. Der Heilige Geist überschattete Maria, die Jungfrau, und sie ward schwanger. In ihrem Leib nahm der Schöpfer des Universums Gestalt eines Babys an. Später besuchte Maria ihre ältere Cousine, welche im 6. Monat schwanger war. Als Elisabeth Marias Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und sie war des Heiligen Geistes voll. Elisabeths Kind würde geboren werden, Johannes der Täufer. Und Elisabeth rief laut und sprach: Gebenedeiet bist du unter den Weibern, und gebenedeiet ist die Frucht deines Leibes. Maria war verlobt mit Josef, aber sie war nun schwanger. Doch das jüdische Gesetz forderte die Todesstrafe für jede Jungfrau, die vor der Ehe schwanger wurde. Das war ein großes Problem für Maria. Im Geheimen wollte Satan, dass Maria gesteinigt wurde, um ihr Kind zu ermorden. Aber Josef liebte Maria und wollte sie nicht öffentlich zur Schande machen. Er hatte Angst um ihre Sicherheit und plante im Stillen, die Hochzeit abzusagen. Der Engel des Herrn erschien Josef im Traum und sprach: Fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Josef und Maria heirateten in der Stadt Nazareth. Satan bewegte Cäsar Augustus in Rom, um alle Welt zu registrieren. Satan tat dies aus Bosheit. Aber so half er, die biblischen Prophezeiungen zu erfüllen, indem Josef und Maria nach Bethlehem reisen mussten, wonach Jesus nach der Bibel geboren werden sollte. Bethlehem war auch Josefs Geburtsort. Und dort musste er sich registrieren lassen. Maria war bereit zu gebären. Satan hoffte, dass auf dieser langen Reise ein Unfall passieren würde, aber Gott war Herr der Lage. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. In dieser Nacht hüteten Schäfer in derselben Gegend über ihre Schafe. Der Engel des Herrn erschien ihnen und sprach:
Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und alsbald war da bei die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Es war in einem einfachen Stall, in welchem der Schöpfer des Universums geboren wurde. Die Bibel sagt, es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. So beschreibt die Bibel uns Jesus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe den er im Mutterleibe empfangen ward. Nach jüdischem Gesetz opferte Maria treu ein paar Turteltauben als ein Sündopfer. Obwohl Gott Maria auserwählt hatte, für eine solch große Ehre wusste Maria, dass sie eine Sünderin war und verstand, dass ihr Kind, Jesus, ihr Erlöser sein würde. In dem Tempel war ein angesehener Mann namens Simeon. Die Bibel sagt, und ihm war eine Antwort worden von dem Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christ des Herrn gesehen. Er nahm das Kind Jesu in seine Arme und sprach, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Bei der Geburt des Herrn Jesus erschien ein Stern am Himmel und weise Männer vom Osten folgten ihm mit Geschenken. Die Reise dauerte 2 Jahre, bevor sie Jerusalem erreichten. Die Weisen kamen zu König Herodes und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind kommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörete, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten zu ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir, und flieh nach Ägyptenland und bleibe allda, bis ich dir sage, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entwich nach Ägyptenland.
Da Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an ihren ganzen Grenzen, die da zweijährig und drunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernet hatte. Da ist erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia, der da spricht: Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel Klagens, Weinens und Heulens. Rahel beweinete ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihr. Obwohl es ein Blutbad von unschuldigen Kindern gab, nahm Gott ihre wertvollen kleinen Seelen in den Himmel auf. Nach dem Tod König Herodes ging die Familie zurück nach Nazareth, aber das Kind wuchs und war stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Und seine Eltern gingen alle Jahre gen Jerusalem auf das Osterfest, und da er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf gen Jerusalem nach Gewohnheit des Festes. Während des Osterfestes verstand Jesus, dass er eines Tages als das Lamm Gottes für die Sünden der Welt geopfert werden würde. Dieses war das vollkommenste Leben, das jemals gelebt wurde. Statt mit seiner Familie am Ende des Festes heimzugehen, blieb Jesus in dem großen Tempel mit den Lehrern, dass er ihnen zuhörete und sie fragete. Satan beobachtete seinen Feind und hörte seine Worte. Die Lehrer verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antwort. Wie konnte dieser junge Jesus so viel über das Gesetz wissen? Das war einfach. Er selbst in seiner Herrlichkeit hatte die Gesetze an Mose auf dem Berg Sinai vor 1500 Jahren gegeben. Als Josef und seine Mutter Jesus fanden, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Und er sprach zu ihnen: Was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. 18 Jahre später wurde Johannes der Täufer gefragt, ob er ein Prophet war. Er antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet. Der ist, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, des ich nicht wert bin, dass ich seine Schuhriemen auflöse. Am nächsten Tag kam Jesus, nun 30 Jahre alt, um von Johannes getauft zu werden. Als Johannes der Täufer ihn sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und da Jesus getauft war, stieg er bald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf über ihn, und Johannes sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Alsbald wurde er von dem Geist in die Wüste geführt und war bei den wilden Tieren, wurde versucht vom Teufel und aß nichts für 40 Tage. Trotz allen Versuchungen Satans, den Herrn zum Sündigen zu verleiten, scheiterte er vollkommen, denn Jesus ist der allmächtige Gott und es ist keine Sünde in ihm.
Als die Versuchung endete, sagte Jesus: Heb dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dieneten ihm. Als der Herr seinen öffentlichen Dienst begann, predigte er: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeikommen. Und Jesus offenbarte das Herz Gottes und sprach: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Seine Lehre erstaunte das Volk, und sie sprachen: Es hat nie kein Mensch also geredet wie dieser Mensch. Die meisten religiösen Führer, die im Tempel herrschten, waren reiche Heuchler, die keine Barmherzigkeit kannten und Gottes Gesetze verfälscht hatten. Alsbald wurden sie die Feinde des Herrn Jesus Christus. Der Tempel Gottes ist zu einem geldmachenden Geschäftshaus geworden, wo man Arme und Unschuldige betrug. Als Jesus das sah, machte er im Zorn eine Geißel und trieb alle religiösen Schwindler aus dem Tempel, verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um und sprach: Mache nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause! Jesus vollbrachte große Wunder. Die Bibel sagt: Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald war der von seinem Aussatz rein. Es jammerte den Herrn über die hungrigen Scharen, die ihm nachfolgten, und durch seine Wunderkraft nährte er 5000 Männer und ihre Familien mit nur 2 Fischen und 5 Laibern Brot. Und Jesus ging hervor und sah das große Volk, und es jammerte ihn derselbigen und heilete ihre Kranken. Eines Nachts überraschte Jesus seine Jünger, als er auf dem Wasser ging, und sagte zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Die ganze Schöpfung gehorchte dem Sohn Gottes. Jesus erklärte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Er kam zu dem Grab von Lazarus, der schon 4 Tage tot war, um seine Macht zu demonstrieren. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Die Nachricht verbreitete sich überall, dass Jesus sogar Leute von den Toten auferwecken kann. Am Abend aber brachten sie viel Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit Worten und machte allerlei Kranke gesund. Das gewöhnliche Volk bewunderte Jesus. Sein größter Widerstand kam von religiösen Führern. Sie beschuldigten ihn, dass seine Kraft von Satan käme. Aber Jesus sprach zu ihnen: Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinen eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage,
So glaubet ihr mir nicht. Hinter den Kulissen war Satan tief mit einbezogen. Jedoch bevor der Teufel Schritte gegen jemanden unternehmen kann, muss er zuerst die Erlaubnis von Gott, dem Vater im Himmel, bekommen. Gott erlaubte Satan, den Herrn Jesus anzugreifen, um so die biblischen Prophezeiungen zu erfüllen. Später versuchten die religiösen Feinde des Herrn, ihm durch Fragen eine Falle zu stellen. Ist's recht, dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Da nun Jesus merkte ihre Schalkheit, sprach er: Ihr Heuchler, was versuchet ihr mich? Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen: Wes ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen davon. Jesus entblößte, als er sagte: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen. Aber inwendig sind sie voller Totenbeine und alles Unflat. Ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Jesus sprach: Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus sagte zu den Scharen: Wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Der Herr Jesus schockierte das religiöse System, als er sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und damit erklärte er der ganzen Welt, dass er der einzige Weg zum Himmel ist. Diese Worte stellten die ganze religiöse Welt auf den Kopf. Damals hassten sie Jesus für diese Worte. Und die Massen hassen diese Worte noch heute. Der öffentliche Dienst des Messias kam zu seinem Ende. Der Prophet Daniel prophezeite bis auf den Tag genau, wann der Einzug des Messias in Jerusalem unter Hosianna-Jauchzen stattfinden soll. Doch Jesus wusste, dass sie binnen einer Woche schreien sollten: Kreuzige ihn! Satan war beschäftigt, die religiösen Führer anzustiften, einen Komplott zu schmieden, um seinen größten Feind zu töten. Denn Jesus Christus hat ihn und seine Engel aus dem Himmel geworfen. Seine Jünger waren noch immer aufgeregt über Jesus' triumphalen Einzug in Jerusalem und glaubten, dass er schon bald König sein würde. Während des letzten Abendmahls erklärte Jesus, dass er baldig sein Blut vergießen und sterben würde. Jesus nahm das Brot und den Wein als Symbol für das, was bald stattfinden würde. Er brach das Brot als Symbol seines Leibes, der gebrochen würde am Kreuz. Danach gab er ihnen jungen Wein, welcher das Blut symbolisierte, das er vergießen würde.
dieser Gedächtnismahlzeit sollte nachgefolgt werden bis zu seinem zweiten Kommen. Nach der Mahlzeit kam Satan zum Zug. Er nützte einen Jünger mit Namen Judas Iskariot, um von seinem Leib Besitz zu ergreifen. Was Judas zum größten Verräter der Geschichte machte. Judas ging zu den Hohenpriestern, um den Herrn zu verraten. Judas verriet den Herrn der religiösen Masse für 30 Silberstücke. Dann, als Satan glaubte, dass seine triumphale Stunde gekommen war, befahl er seine finsteren Mächte nach Jerusalem, um Jesus, das Licht der Welt, zu zerstören. In dieser Nacht nahm Jesus seine Jünger mit in den Garten Gethsemane und ließ sie zurück, so dass er alleine beten konnte. Die Bibel sagt, und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Jesus, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, war nun so weit, die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Jesus betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Siehe, die Stunde ist hie, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet wird. Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas, der Zwölfen einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Judas hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist, den greifet. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Aber Jesus rührte sein Ohr an und heilete ihn und sagte ihnen: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Jesus erinnerte sie daran, dass er beten könnte zu seinem Vater im Himmel und er ihm 12 Legionen Engel geben könnte, um ihn zu erretten. Das sind mehr als 72.000 Engel. Jesus aber erlaubte den Engeln nicht, ihn zu verteidigen, da er gekreuzigt werden musste, um die Schrift zu erfüllen. Und er wurde verhaftet. Satan war vor Freude entzückt, sein Erzfeind war schutzlos und des Teufels Moment der Rache war gekommen. Die aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem Hohepriester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Die Hohenpriester aber und die Ältesten und der ganze Rat suchten falsch Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten. Sie stellten Jesus diese Frage: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünkt euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht.
und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Somit wurde eine andere Prophezeiung erfüllt: Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummet vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und Pilatus fragte ihn: Bist du ein König der Juden? Er antwortete aber und sprach zu ihm: Du sagst es. Nach Anhörung der Anklagen war Pilatus politisch in die Enge getrieben. Aus Angst suchte er einen Ausweg. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Ursache an diesem Menschen. Die Juden wurden wütend und machten beinahe einen Aufruhr, um so Pilatus unter Druck zu setzen. Pilatus wusste, dass er ihnen nach Gewohnheit dieses speziellen jüdischen Festes einen Gefangenen losgeben musste. Pilatus wollte Jesus freilassen. Und die Soldaten brachten Barabbas, einen Mörder, vor das Volk. Sie mussten zwischen ihm und dem Herrn Jesus wählen. Pilatus fragte das Volk: Welchen wollt ihr frei haben? Christus oder Barabbas? Zu seinem Erstaunen schrien sie alle zusammen: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas! Pilatus fragte, was er mit dem Mann, genannt der König der Juden, tun soll. Und das Volk schrie: Kreuzige ihn! Pilatus fand nichts bei Jesus, was die Todesstrafe rechtfertigte. Er dachte, wenn er Jesus geißeln ließe und es dem Volk gefallen würde, dann könne er ihn entlassen. Also wurde Jesus von den Soldaten weggeführt, um gegeißelt zu werden. Der Herr Jesus war vollkommen Herr der Lage. Jede Stufe der Kreuzigung wurde von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist im Himmel geplant, bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde. Sie banden des Erlösers Hände über den Kopf und geißelten ihn, auf dass die Prophezeiung erfüllt würde: Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Jesus hatte die Kraft, sie zu stoppen, doch er erlaubte ihnen freiwillig, dies zu tun. Gewöhnlich waren an der Ledergeißel Eisenstücke, Bleikugeln und Knochensplitter befestigt. Nicht nur der Rücken, sondern auch das Gesäß und die Beine wurden gepeitscht. Als die Knochensplitter und das Metall der Geißel das Fleisch wegrissen, wurden die Muskeln tief eingeschnitten. Die Arterien wurden getroffen und das Blut spritzte heraus. Die meisten Opfer starben schon durch die Schläge. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Erinnerst du dich noch, als Gott die Erde wegen der Sünde mit Dornen verfluchte? Die Soldaten machten eine Krone aus giftigen Dornen und pressten es tief in seinen Kopf, was schreckliche Schmerzen, Schwellungen und Blutungen verursachte. Jesus wurde zum Sündopfer für uns. Die Dornenkrone symbolisierte den Gräuel der Sünde. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein Purpurkleid an. Sie setzten ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du,
der Judenkönig. Jeder anwesende Soldat schlug Jesus gnadenlos mit seinen Fäusten ins Gesicht und schlug ihn mit dem Rohr auf sein Haupt. Sie spuckten auf das Lamm Gottes, auf das die Schrift erfüllt wurde: Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesus wurde zum Landpfleger Pontius Pilatus zurückgebracht, welcher sich rühmte, die alleinige Macht zu haben, Jesus zu kreuzigen oder freizulassen. Aber der Herr antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Jesus hatte vorhergesagt, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Von diesem Moment suchte ihn Pilatus loszugeben. Aber die Juden schrien und riefen: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum Könige macht, der ist wieder den Kaiser. Satan wühlte die Emotionen der Menge auf zu totalem Hass gegen Jesus. Satan glaubte, Herr der Lage zu sein, was er jedoch nicht war. Satan war, ohne es zu wissen, eine Marionette in Gottes Händen. Es war ihm nicht bewusst, dass seine Aktionen die biblischen Prophezeiungen erfüllten. Zum letzten Mal sagte Pilatus: Sehet, das ist euer König. Aber die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Die Menge schrie weiter: Kreuzige, kreuzige ihn! Als Pilatus sah, dass er die Kontrolle über die Situation verloren hatte, nahm er Wasser und wusch seine Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Dann antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Gott nahm sie bei ihren Worten und seitdem haben sie immer gelitten. Jesus wurde von Pilatus zur Kreuzigung übergeben und sie führten ihn davon. Obwohl sein Fleisch in Fetzen hing, wurde ihm befohlen, sein Kreuz von über 45 Kilogramm, 220 Meter zur Hinrichtungsstätte Golgatha zu tragen. Das raue Holz grub sich in seinen zerrissenen Rücken. Von diesem Zeitpunkt an war sein Körper schon ausgetrocknet. Das Wunder war, dass er noch immer lebte. Eine andere Prophezeiung erfüllte sich. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Eine weitere Prophezeiung erfüllte sich. Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Gott verließ den Himmel aus Liebe und Barmherzigkeit, um die Beleidigungen, Lügen und den Hass von seiner eigenen Schöpfung zu tragen und zu sterben für ihre Sünden. Erschüttert schauten die Engel zu. Sein Angesicht war ein Haufen zerrissenes Gewebe. Die Dornen, die eine so massive Schwellung und schmerzhafte Infektionen verursacht hatten, wurden nahe bedeckt mit geschwollenem Fleisch,
sodass er nicht länger einen menschlichen Anschein hatte. Hunderte von Jahren, bevor dies überhaupt stattfand, prophezeite der Psalmist diese Worte über den Herrn Jesus: Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat sich um mich gemacht. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Jesus selbst sprach: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässet für seine Freunde. Und sie kreuzigten mit ihm zween Mörder, einer zu seiner Rechten und einer zur Linken. Da ward die Schrift erfüllet, die da sagt: Er ist unter die Übeltäter gerechnet. Die Soldaten spielten um die Kleider des Herrn. Der sanftmütige Jesus wurde weiter erniedrigt, indem man ihn nackt auszog vor den Augen der ganzen Welt. Jesus schaute zu seinen Peinigern und betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Zuschauer sprachen: Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desselbigen gleichen die Hohepriester verspotteten ihn untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er Christus und König in Israel? So steige er nun vom Kreuze, dass wir sehen und glauben. Der Horror der Kreuzigung wurde von einem qualifizierten Arzt medizinisch wie folgt beschrieben: Dies war der qualvollste Tod, der einem Menschen widerfahren konnte. Er musste sich selbst aufstützen, um atmen zu können. Als die Nägel den Zentralnerv des Pulses trafen, schossen ihm brennende Schmerzen stoßartig durch seine Arme hoch zum Gehirn, dann seinen Rücken hinunter. Der Nagel zwischen den Mittelfußknochen der Füße brannte durch die Nerven und zwang den Leib, sich krampfartig aufzurichten. Dann zogen sich die Beinmuskeln zusammen und zwangen den Leib wieder nach unten. Und es schlug ihn gegen das Kreuz. Luft wird nach innen gesogen, aber kann nicht ausgeatmet werden, bis sich Kohlendioxid in den Lungen bildet und der Blutstrom das Atmen stimuliert, um Krämpfe zu lindern. Erschöpfung, Schock, Austrocknung und Lähmungen zerstören das Opfer. Das Herz ist kaum in der Lage, das dicke Blut in den Kreislauf zu pumpen, da jegliche der Billionen Zellen eine nach der anderen abstirbt. Unsere Sünden brachten Jesus Christus ans Kreuz. Dass sich viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute und sein Ansehen den der Menschenkinder. Das war der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Kein Tag war wie dieser. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Blut, das Jesus vergoss am Kreuz an diesem schrecklichen Tag, war kein menschliches Blut. Es war Gottes kostbares Blut. Das einzige, was unsere Sünden wegwaschen könnte. Warum?
Warum hat Jesus diese Qualen für dich durchgestanden? Weil er dich liebte. Der Himmel wurde schwarz, weil Gott, der Vater, keine Sünden ansehen konnte. Und Jesus rief laut und sprach: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Gerade bevor er starb, rief der Herr laut: Es ist vollbracht. All die notwendige Arbeit, um uns zu erretten, war getan. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Das Opfer am Kreuz wird niemals wiederholt werden. Um sicher zu sein, dass er tot war, öffnete ein Soldat mit einem Speer die Seite des Herrn und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Der Hauptmann aber, der dabei stund, ihm gegenüber und sah, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach er: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Nach seinem Tod wurde sein Körper vom Kreuz genommen und sie wickelten ihn in feine Leinen ein und legten ihn in ein ausgeliehenes Grab. Große Unsicherheit ergriff Jerusalem. Der Herr Jesus war tot. Judas erhängte sich selbst und die Jünger versteckten sich aus Angst um ihr Leben. Alles schien hoffnungslos. Die Jünger vergaßen in ihrem Unglauben, dass Jesus sagte: Er wird wieder auferstehen. Dann geschah es. Das größte Ereignis aller Zeiten. Nach 3 Tagen im Grab kam die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein, als der Gekreuzigte auferstand von den Toten und der Welt die Hoffnung des ewigen Lebens gab. Der Herr Jesus im großen Sieg über Sünde, Tod und Hölle rief aus: Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Bei Tagesanbruch am ersten Tag der Woche brachten Frauen Spezereien zum Grab, um den Leib Jesu zu salben. Sie wurden begrüßt von einem Engel, der sagte: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und gehet eilet hin und saget es seinen Jüngern. Satans Königreich war zerrüttet. In seinem Wahnsinn wurde Satan geschlagen. Der auferstandene Christus bedeutet, Satans Tage sind gezählt. Satan unterschätzte die Kraft des allmächtigen Gottes. Wenn er das gewusst hätte, hätte er den Herrn niemals gekreuzigt. Der auferstandene Jesus ward von über 500 Zeugen gesehen. Seine Jünger waren hoch erfreut. Der Herr gab ihnen diesen direkten Befehl: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Nun, schau genau.
siehe die Milliarden über Milliarden, die starben in ihren Sünden. Jesus liebte diese Leute so sehr, dass er den Himmel verließ, um sie vor der Hölle und des Gerichts zu warnen. Er vergoss sein kostbares Blut, Gottes Blut, um ihre Sünden wegzuwaschen. Er starb und ist von den Toten auferstanden, aber keiner dieser Leute glaubte ihm. Keiner von ihnen nahm Jesus als Herrn und Erretter an. Anstatt dem Leben wählten sie den Tod. Also muss Jesus als allmächtiger Gott und letzter Richter sie hier in den zweiten Tod schicken. Im Namen Gottes, bevor es zu spät ist, bevor du stirbst, glaube an Jesus und mache ihn zu deinem Herrn und Erretter, bevor du an diesem schrecklichen Ort endest. Vor seiner Rückkehr in den Himmel machte Jesus dieses wundervolle Versprechen an alle, die ihn aufnahmen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Jesus erklärte, dass mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Danach wurde er in die Wolken zum Himmel aufgenommen. Lieber Zuschauer, dies ist die größte Geschichte aller Zeiten. Jesus ist wahrlich das Licht der Welt. Ohne Jesus verfehlst du den Weg in den Himmel. Er selber sprach: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn so du mit deinem Munde bekennest Jesum, dass er der Herr sei, und glaubest in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Obwohl Satan ein geschlagener Feind ist, hat Gott ihm die Erlaubnis gegeben, über dieses Weltsystem zu herrschen, welches total verdorben ist. Satans Ziel ist es, die Herzen und Gedanken der Menschen für das Evangelium zu verblenden. Millionen sind verführt. Religion ist ein Weg Satans, um deine Seele zu zerstören. Aber Jesus kam, um deine Seele zu erretten. Satan hat Massen, die der Lehre Buddhas nachfolgen. Aber Buddha ist tot. Er ist machtlos, um zu erretten, da er nur Mensch war. Alte Heidenreligionen beteten Astarte an, welche die Himmelskönigin ist. Heutzutage beten Millionen von römisch-katholischen und orthodoxen unwissend die gleiche Heidengöttin an als die Jungfrau Maria. Gott selber gebietet in seinem heiligen Wort: Verflucht sei, wer einen Götzen oder gegossen Bild macht. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Dies ist ein Greuel in Gottes Augen. Ein Meisterstück Satans ist der Islam. Die Historik beweist, dass Allah nicht mehr war als der alte Mondgott des Mittleren Ostens. Mohammed wurde in die Hölle verdammt, weil er Jesus Christus als Herr und Retter ablehnte.
Der Teufel hat den Menschen Millionen von falschen Göttern zur Anbetung gegeben. Der Mensch in seiner verdorbenen Vorstellung hat alles angebetet, von Insekten zu Steinen, von Flüssen zu handgemachten Götzenbildern, bis eben zu Satan selbst. Um ein Nachfolger Jesu zu werden, musst du alle deine falschen Götzen ablegen und ihm alleine folgen. Die letzte Bestimmung für alle, die den Herrn Jesus Christus als persönlichen Erlöser abgelehnt haben, ist der Pfuhl des Feuers, welches ist der zweite Tod. Für sie ist es zu spät. Aber was ist mit dir? Wenn du Jesus aufnimmst, ist das der Anfang eines wunderbaren neuen Lebens. Gott wird dich segnen und dein ganzes Leben ändern und dir ein total neues Herz geben. Deine Probleme werden nicht alle verschwinden, aber er wird deine Lasten für dich tragen. All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber das Beste wird noch kommen, wenn du vor deinem wunderbaren Retter nach deinem Tod stehen wirst und er dir sagen wird: Ei, du frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Gott hat dir seine Liebe bewiesen und hat dich hierher geführt, um dich vor einer brennenden Hölle zu erretten. Wenn du willst, dass Jesus Christus in dein Herz kommt, musst du ihn fragen. Wiederhole diese Worte und glaube sie. Herr, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und Vergebung meiner Sünden brauche. Ich glaube, dass Christus für mich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Jesus, ich tue nun Buße. Wende mich von der Sünde ab und bekehre mich zu dir. Bitte komm in mein Herz. Ich vertraue auf dich alleine für meine Errettung. Danke, dass ich die Worte des ewigen Lebens hören und empfangen durfte. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.